Liebe Zittauerinnen und Zittauer, das Jahr 2017 geht dem Ende zu, Weihnachten steht unmittelbar bevor und die meisten von uns halten Rückschau, überlegen sich, wie es im nächsten Jahr weitergehen soll, welchen Aufgaben wir uns stellen sollten. Ich glaube, da gibt es eine Berufsgruppe, die gerade ganz besonders im Fokus liegt. Das sind die Politiker in Bund und Land, die sich neue Wege überlegen müssen, wie sie die Politik gestalten. Und ich hoffe sehr, dass es dazu führt, dass die vielen Diskussionen, die in den Linien genau in die richtige Richtung zeigen, dass die Absichtserklärungen tatsächlich Realität werden. Sie persönlich, jeder von uns wird es merken, wenn Kommunen größere Handlungsspielräume bekommen, wenn wir hier vor Ort entscheiden können, was wir hier vor Ort tun wollen. Das ist der Punkt, der in der Politik zwischen den großen und den kleinen Ebenen viel deutlicher geklärt werden muss, der dazu führen kann, dass wieder größere Zufriedenheit im Lande herrscht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die große Kritik, die manche Menschen äußern, wo man denkt, Deutschland oder die Region sind längst am Ende, hier wird es immer schlimmer, diese Kritik fällt mir schwer zu akzeptieren. Ich erlebe eine Wirtschaft, eine mittelständische Wirtschaft hier vor Ort besonders, die sich, obwohl sie tatsächlich eher im kleinteiligen Bereich unterwegs ist im Vergleich zu großen Kommunen, doch sehr große Erfolge feiert, die sich aufgestellt hat, so dass sie Krisen umgehen kann, dass sie damit umgehen kann, dass sie sich weiterentwickelt. Sie wissen, bekannte Firmen in Zittau bauen, sie wissen vielleicht auch, wir haben im Steuerergebnis im städtischen Haushalt ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Das zeigt, die Wirtschaft hat sich gut aufgestellt, hier geht es voran. Es gibt ein anderes Thema in diesem Zusammenhang. Die Wirtschaft braucht Fachkräfte. Das ist ein Thema, das viel diskutiert wird und wir versuchen als Kommune unserer Aufgabe gerecht zu werden. Wir sollen dafür sorgen, dass die Wirtschaft hier hantieren kann. Dazu veranstalten wir beispielsweise zwischen den Jahren den Rückkehrertag. Vielleicht haben Sie Zeit, den einen oder anderen noch einzuladen, der aus Ihrer Familie für diese schöne Zeit hier bei Ihnen weilt. Vielleicht schicken Sie mal Ihre Jugendlichen bei uns vorbei. Sie werden im Theater viele Firmen kennenlernen können, die sich zeigen, weil sie gute Leute brauchen. Das sind für mich Symbole einer gut funktionierenden Wirtschaft, einem guten Miteinander zwischen Kommune und Wirtschaft. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr schöne Events. Wir haben dieses Jahr ein wunderbares Erlebnis erlebt mit der Neueröffnung des Glockenspiels. Dort haben viele Menschen aus dieser Stadt, viele Organisationen, aber auch zahlreiche Menschen, von denen ich denke, dass sie ehemalige Zittauer oder sonst irgendwie mit unserer Stadt verbunden sind, eine unglaubliche Summe gespendet, sodass das Glockenspiel nicht nur repariert wurde, sondern es steht besser da als jemals zuvor. Es wird verbessert im Klang noch weiter werden und es ist ein neues Symbol für Bürgerwillen, Bürgerengagement in unserer Stadt geworden. Bitte machen Sie da weiter, unterstützen Sie Menschen mit guten Ideen. Genau das ist es, was eine Gesellschaft in einer Stadt ausmacht. Wir haben dazu ein wirklich wunderbares Erlebnis gehabt. Vielleicht hatten Sie selbst Gelegenheit teilzunehmen bei der Eröffnung der großen Reformationsausstellung in der neu sanierten Klosterkirche, wo unser großartiger Epitaphienschatz präsentiert wird, und zwar für alle Zeit. Wir haben Fördermittel dafür verwendet, dass dieser Epitaphienschatz als neues Highlight in unserer Stadt für alle präsentiert wird. Und Sie können es sich gar nicht vorstellen, wie groß die Welle war, die die Aufmerksamkeit durch ganz Deutschland gedreht hat. Das sind die Dinge, die dazu führen, dass unsere Stadt bekannter wird, dass sie in diesem Sinne auch attraktiver wird, dass Menschen kennenlernen, wie attraktiv sie ist, um sich zu überlegen, ob sie hier leben wollen. Ob sich selbst der 16-Jährige bei uns zu Hause, der sich die Kleinstadt, ich denke im Alter gemäß, ganz normal ein bisschen schlecht redet, dass selbst derjenige überlegt, warum bleibe ich nicht eigentlich hier, wenn so viele da draußen meine Heimatstadt so schön finden. Daran sollten wir arbeiten. Die Eigenwahrnehmung bei uns ist sehr oft von der anfangs erwähnten Krisensituation, Kritik geprägt. So schlecht steht Zittau bei weitem nicht da. Da kann ich an dieser Stelle vielleicht auch mal auf ein Thema eingehen, das viele eher unglaubwürdig oder mit Staunen verfolgen. Zittau ist angeregt worden, und zwar ganz genau von unserem Landkreis Görlitz, sich für die Kulturhauptstadt im Jahre 2025 zu bewerben. Der Titel Kulturhauptstadt Europas ist ein Titel, der tatsächlich dazu führt, dass Städte, die sich allein diesem Wettkampf stellen, eine hohe Aufmerksamkeit erfahren. Dass Menschen in ganz Europa aufmerksam werden und neugierig. Warum tun die das? Wofür tun sie es? Es geht schon lange nicht mehr darum, erfolgreichen großen Metropolen mit einer großartigen Bandbreite an Hochkultur einen weiteren Titel umzuhängen. Es geht darum zu beschreiben, wohin wollen wir. Und ich glaube, dass wir alle hier wissen, das Dreiländereck ist unser Pfund.
Wir wollen dahin, dass dieses Dreiländereck eine lebendige Region ist mit einem starken Miteinander. Mit einer starken Vernetzung zwischen Wirtschaft, Kultur, Bildung, Sport, denken Sie sich ein Thema aus. Es gibt kein Thema, das hier nicht miteinander vernetzt werden kann und gemeinsam viel stärker entwickelt werden kann. Ich möchte an der Stelle auch mal nicht verschweigen, dass auch negative Themen am besten gemeinsam bearbeitet werden. Die Kriminalität in unserer Region, ich glaube, die hat schon jedem von uns in irgendeiner Form beschäftigt, sei es im eigenen persönlichen Erleben, bei Freunden, bei Verwandten. Das geht so nicht zu tolerieren. Das ist eine behördliche Aufgabe, der die drei Seiten gemeinsam gerecht werden müssen. Das ist eine Aufgabe, die sehr stark bearbeitet werden muss, und da sind wir wieder am Anfang. Das ist eine Aufgabe des Freistaates und auch der Bundesrepublik Deutschland. Man darf uns hier mit dem Thema nicht allein lassen, das passiert auch nicht, aber man darf es ruhig stärker in den Fokus nehmen. Da würde ich gerne ein bisschen mehr erleben. Auf der anderen Seite sollte es nicht das Thema Nummer eins sein, was die Region dominiert. Ich bin sehr dafür zu haben, für Ihre Ideen und Anregungen, die dazu führen, dass wir deutlicher unsere Stärken nach außen tragen. Die Stärken, die wir haben, indem unsere Region deutlich bekannter wird und vielleicht auch an der Stelle erreicht, dass über die Bekanntheit denjenigen klar wird, die die große Straße, die zu uns führt, bauen sollen, was am Ende dieser Straße liegt. Denn das ist kein Ende mehr. Das ist die Stadt Zittau, die das Tor zu Böhmen darstellt. Das Tor ins Dreiländereck, ein lebendiges Tor mit Menschen wie Ihnen und mir und anderen, die hier etwas entwickeln, das es in eine gute Zukunft führen soll. Und diesen Weg zu beschreiben, diesen Weg, der über viele Jahre weitergehen muss, das ist Aufgabe einer Kulturhauptstadtbewerbung. Deshalb freue ich mich, wenn Sie Ihre Anregungen vortragen. Deshalb seien Sie gespannt, wie wir dieses Thema entwickeln. Bitte reden Sie mit Ihren Stadträten, zu denen Sie Vertrauen haben, wie man etwas tun sollte. Bitte tragen Sie es in der Stadtverwaltung vor. Es ist ein Thema, wo sich eine ganze Region dahinter versammeln kann, um zu sagen, gemeinsam mit Zittau geht es voran. Das wäre schön, wenn diese Region gemeinsam ein bisschen mehr zusammentun würde. Ich muss dazu auch sagen, es gibt ein Thema, das will ich nicht verschweigen, was in diesem Jahr Schmerzen und viel Zeit bereitet hat. Die Mandau-Kaserne ist leider nicht zu dem Erfolg geworden, den ich mir persönlich auch davon erhofft hatte. Es gibt fast kein Thema, mit dem ich mich so deutlich und so intensiv beschäftigt habe in meiner Amtszeit wie dieses enorme Gebäude. Dieses Baudenkmal, dieses kulturelle Denkmal unserer Stadt ist noch nicht da, wo es hingehört. Aber vielleicht schaffen wir es ja mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf unserer Stadt, mit mehr Einwohnern, mit einer kräftigeren Wirtschaft, tatsächlich bessere Ideen zu entwickeln, die zum Erfolg führen. Dazu brauchen wir jeden Einzelnen von Ihnen. Dazu brauchen wir Ihre Freunde, Ihre Verwandten und Kollegen. Machen Sie mit, bringen Sie unsere Stadt voran. Und um die Kraft dafür zu gewinnen, wünsche ich Ihnen wunderschöne, erholsame Weihnachtsferien und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank.